Hallo und herzlich willkommen hier bei Jetzt erst richtig, der einzigsten Show auf der Leo Mud Street, wo ich so richtig auf die Kacke haue. Ja, diesmal habe ich mir wieder ein sehr interessantes Thema ausgesucht. Diesmal als Thema hier bei Jetzt erst richtig, Frauen und Liebe. Ja, ein sehr heikles Thema. Kommt drauf an, wie tief man reingeht. Ich habe mir das Thema Liebe und Frauen ausgesucht, weil jeder hat so seine Erfahrungen mit Liebe und Frauen gemacht. Oder Männern, je nachdem, worauf man steht. Aber jeder hat in der Liebe schon Erfahrungen gemacht. Jeder hat erfahren, was es heißt, einen Partner zu bekommen und was das für Stress bedeutet. Dabei muss ich ehrlich sagen, wir machen uns doch eigentlich nur selber schwer. Wenn man einen Partner sucht und dann sieht man jemanden, den man mag, und warum sagt man oder zeigt man nicht einfach eindeutig, hallo, ich habe Interesse an dir? Ne? Anstatt einfach dieses leise vor sich hingeflirte, ne, so, das checkt doch kein Schwein, was willst du? Ne? Ich meine, wenn ich als Mann, ne, wir Männer kapieren nicht unbedingt sofort, was eine Frau von uns will. Ne? Also mit so ganz leisen Hinweisen, ne? Also ihr, ne, Frauen machen es ja gerne so, dass sie Hinweise auf Interesse ganz dezent machen. Liebe Frauen, wir sind Männer. Also diese dezenten Hinweise von euch, die kapieren wir nicht. Wir achten auf solche Kleinigkeiten nun mal nicht. Auf solche Kleinigkeiten achtet ihr Frauen. Dafür seid ihr geschaffen worden, um auf die Kleinigkeiten zu achten. Wir Männer kümmern uns ums Grobe und ihr Frauen kümmert euch um die Feinheiten. Und deshalb achten wir Männer nicht auf Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wenn ihr als Frau so dieses Augenzwinkern macht, um zu zeigen, hey, ich habe Interesse an dir. Das checken wir nicht. Und wieso geht es in der Liebe eigentlich immer nur ums Aussehen? Mein Motto in der Liebe ist, alles kann passieren, alles ist möglich. Und das stimmt natürlich auch, alles ist möglich. Ich habe schon die verrücktesten Pärchen gesehen und ganz im Ernst, was ich alles schon gesehen habe, das ist echt verrückt. Da denkst du dir teilweise echt, wie zum Teufel hat der es geschafft, so eine Frau zu kriegen? Oder wie zum Teufel hat diese Frau es geschafft, so einen Mann zu kriegen? Bei solchen Pärchen, wo man sich teilweise denkt, wie zum Teufel konnte das überhaupt passieren? Das sind Pärchen, bei denen denen ist das Aussehen vollkommen egal. Die haben sich gesehen und dann haben sie nicht gesagt, die finde ich heiß, den finde ich heiß, sondern die haben sich gedacht, die oder den finde ich interessant. Und ich finde, darum sollte es gehen. Nicht darum, wie sieht er aus, sondern wie interessant wirkt er für mich. Denn ob jemand interessant ist oder nicht, das hat ja nichts mit dem Aussehen zu tun. Ne? Auch Menschen, die nicht so hübsch sind, können sehr interessant sein. Und wenn man jemanden wählt, der für einen interessant ist, ist es auch wahrscheinlicher, dass man jemanden findet, der vom Charakter her passt. Weil das Aussehen vergeht. So wie ich jetzt aussehe, werde ich in 10 Jahren nicht mehr aussehen. Ich werde in 10 Jahren älter aussehen. In 50 Jahren bin ich ein alter Mann. Wenn mich eine Frau wegen meines Aussehens heiratet, wird sie in spätestens 10 Jahren hat sie von diesem Aussehen nichts mehr. Dann sehe ich anders aus. In 20 Jahren sehe ich wieder anders aus. In 30 Jahren sehe ich nochmal anders aus als in 20 Jahren. Das Aussehen verändert sich. Man sieht nie wirklich gleich aus. Nach jeder Minute sieht man immer etwas anders aus, auch wenn es sich minimal verändert. Aber auf lange Zeit gesehen sind die Veränderungen groß. Und
Warum kriegt die Gesellschaft und vor allem so viele Menschen es einfach nicht in den Schädel? Es gibt immer mehr und mehr Scheidungen. Und warum? Die Menschen suchen sich ihren Partner nicht mehr danach aus, wie gut passt der Charakter vom anderen zu mir, sondern den finde ich hübsch, den nehme ich. Das Aussehen ist doch vollkommen egal. Wenn man jemanden hat, den man vom Charakter her lieben kann, kann man den doch auch körperlich lieben. Das Körperliche ist doch sehr stark mit dem Charakterlichen verbunden. Denn wenn man jemanden charakterlich lieben kann, dann kann man ihn auch körperlich lieben. Und das checken heute einfach immer weniger Leute. Sie gucken sich jemanden an und denken sich nicht, oh, der könnte. Ja, der könnte charakterlich für mich interessant sein. Nein, die denken, ist der hässlich oder ist der hübsch. Anstatt sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, die Person, die ich da vor mir sehe, könnte die vom Charakter her für mich interessant sein und damit etwas auf lange Zeit gesehen etwas Stabiles sein. Und nicht sagen, ist hübsch. Ja. Schönheit sagt aber leider nicht viel aus, weil ich ja, wie bereits erklärt habe, Aussehen ist vergänglich. Das Aussehen verändert sich. Man hat nicht ewig was von diesem jungen Aussehen. Deshalb sollte man nach dem Charakter gucken. Nicht aussuchen nach, ist er hübsch. Aussehen nach, ist er interessant. Deshalb gibt es auch so viele Männer. Und Frauen, die teilweise noch nie eine Beziehung hatten, weil die Gesellschaft sie für nicht hübsch genug halten. Und deshalb, um ehrlich zu sein, bisher gehöre ich auch in diese Kategorie. Einfach, es gibt mehr als einfach. Weil die Gesellschaft nur noch auf Aussehen achtet, gibt es immer mehr Menschen, die einfach kaum noch in der Liebe mitspielen können, weil sie einfach von dem anderen Geschlecht, von dem Geschlecht, von dem man sich die Aufmerksamkeit wünscht, einfach nicht bekommt, weil das Aussehen nicht mitspielt. Na? Menschen, die das Aussehen nicht haben, müssen darauf hoffen, dass sie jemanden finden, der einen nicht nach dem Aussehen beurteilt, sondern nach dem Charakter. Wobei das ist natürlich wieder schwierig, weil Menschen einfach nach dem Aussehen beurteilen. Deshalb muss man sich in den anderen reinarbeiten, von wegen, ja, nur Freunde. Ja? Und vor allem der interessanteste Punkt heutzutage. Heutzutage sagt jede Frau, ungelogen, jede Frau, mit der du versuchst anzubandeln, jede vernünftige Frau sagt jede vernünftige Frau sagt zu einem vernünftigen Mann, tut mir leid, ich habe keine Zeit, tut mir leid, ich habe kein Interesse an dir, tut mir leid, sie tut mir leid, ich habe kein Interesse an einer Beziehung. Na? Zwei Punkte davon, ne? Tut mir leid, ich habe im Moment wenig Zeit und tut mir leid, ich will im Moment keine Beziehung. Zwei von den Punkten hatte am Anfang meine Ex-Freundin angeführt. Habe ich mir gedacht, okay, ja, dann redest du nur mit ihr. Ja, dann machst du das nur auf freundschaftlich. Ja. Ist dann ja auch so passiert. Ja. Ist halt nur freundschaftlich passiert dann. Ja. Und meine Güte, da konnte sie gar nicht so schnell gucken, wie ich dann für sie einzigartig geworden bin. Das hat sie gar nicht selber gemerkt, wie schnell ich dann für sie wichtig geworden bin. Das hat sie selbst gar nicht gemerkt. Und genau das ist es, ne? Zugegeben, sie war meine erste Freundin, hat nicht lange gehalten, aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn man die Richtige findet, die sich zumindest die Mühe macht, sich mit dir zu beschäftigen,
dann hat man zumindest eine Chance, sich für jemanden einzigartig zu machen. Aber ja, um zum Ende zu kommen, mein Resümee: Man sollte definitiv nicht aufs Aussehen achten, weil davon hat man nicht lange was. Man sollte definitiv auf den Charakter achten, dass man sich in den Charakter verlieben kann. Weil, wie ich es selber erlebt habe, nicht das Aussehen macht die wahre Schönheit einer Person aus, sondern der Charakter. Und wenn man sich in den Charakter einer Person verlieben kann, dann verliebt man sich automatisch auch ins Aussehen. Weil wenn man sich in den Charakter verliebt hat, ist es vollkommen egal, wie der andere aussieht. Man ist dann einfach verliebt. Dann ist es dann wirklich vollkommen egal. Ne? Du kannst der hässlichste Mensch der Welt sein. Wenn sich jemand in deinen Charakter verliebt, kann er dich dann trotzdem körperlich lieben, weil das Aussehen dann vollkommen unwichtig ist. Naja, das ist meine Meinung zum Thema Frauenliebe und was auch immer. Mich würde jetzt eure Meinung zu dem Thema interessieren. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt. Das war euer Liam Might. Tschüss und bis dann.